Wie bei allem, was groß und komplex und mächtig ist, das brauche ich gar nicht übrigens, so, gibt es immer zwei Seiten, eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und die dunkle Seite der Macht gibt es natürlich auch im Internet. Datenschutz wird auf alle Fälle eines der wichtigsten Themen der Zukunft sein. Wie können wir uns schützen? Und vor allen Dingen, wie können wir Kinder und Jugendliche schützen, die ja häufig noch gar nicht einschätzen können, welche Daten und Informationen sie preisgeben können. Man kann seinen Kindern zwar sagen, lass die Tür zu, wenn jemand Fremdes klingelt, aber im Grunde ist der Rechner auch vergleichbar mit einer offenen Tür, wenn man gewisse Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen hat. Ich habe auch mal überlegt, dass man eigentlich diese Moralmärchen umschreiben könnte in moderne Versionen. Da kommt dann der böse Wolf nicht mehr mit der Mehlpfote und der Kreide und klopft an, sondern der zeckt sich einfach mit einem gefakten Facebook-Profil ein. Das müsste man, glaube ich, unseren Kindern mittlerweile so vermitteln. Aber häufig ist es ja auch so, dass man vermeintlich gar nichts falsch gemacht hat und plötzlich poppen irgendwelche großen Brüste auf dem Bildschirm auf oder man landet auf Seiten, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben möchte. Es gibt eine europäische Initiative, die behilflich ist, Kinder vor den Gefahren des Internet zu schützen. ClickSafe. ClickSafe fördert und unterstützt Eltern und Pädagogen und Kinder dabei im sicheren Umgang mit dem Internet. Und seit 2009 verleiht ClickSafe auch einen Internetpreis. Und zwar an Projekte, die Internetkompetenz fördern oder die wirklich einen garantiert geschützten Raum im Internet für Kinder anbieten. Und in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der mobilen Internetnutzung. Und für den ClickSafe-Preis 2014 bitte ich jetzt den Preispaten auf die Bühne. Das ist Joe Bausch. Hallo. Sag mal, Joe, es ist ja so, dass du viel zu tun hast und im Grunde genommen im weitesten Sinne hat viel auch mit Sicherheit zu tun. Also du bist Teil des Ermittlerteams des Kölner Tatorts, die ja auch mittelfristig um Sicherheit bemüht sind, obwohl man gestehen muss, wenn du zum Einsatz kommst, ist es zu spät als Gerichtsmediziner. Dann bist du Arzt im Gefängnis und hast das Buch Knast geschrieben, ist ein Bestseller. Wie kannst du das alles koordinieren? Brauchst du dafür auch das Internet, um alles zusammenzubekommen? Bist du ständig online? Nein, ich bin nicht ständig online. Also jedenfalls in der Zeit, in der ich Sprechstunde mache, weil ich finde, meine Patienten haben meine Zuwendung unabgelenkt verdient. Aber ansonsten bin ich schon 3-4 Mal am Tag im Internet. Ich bin online, ich buche meine Hotels, meine Flugtickets, die Bahntickets, schreibe Mails, bin sogar im Facebook meiner Tochter zuliebe mit allen Konsequenzen, die ich gerade erfahre, was da passiert, wenn man nicht aufpasst. Und also ich brauche das schon. Ich hätte mir ehrlich gesagt nie vorstellen können, dass ich das wirklich so häufig nutzen würde. Ich muss langsam auch anfangen, mir zu sagen, jetzt ist mal gut für heute. Jetzt kennst du ja den Alltag von Gefängnisinsassen. Können die eigentlich Smartphones benutzen? Nein, die können noch so prominent sein. Sie bekommen kein Smartphone, das kann ich dir versichern. Und aus einem ganz einfachen Grund, es geht ja auch da um Sicherheit. Wir möchten natürlich verhindern, dass Zeugen beeinflusst werden, Mittäter informiert werden, dass Menschen Flucht- oder Geiselnahmen darüber inszenieren könnten und ähnliches mehr. Und wir möchten auch nicht, dass alle Inhalte für verschiedene Straftäter zugänglich sind. Insofern ist das sozusagen eine handyfreie und eine Smartphone- und Tabletfreie Zone. Aber es gibt die ersten Entwicklungen, die dahin führen, dass also geschützte Seiten, ausgesuchte Seiten angeschaut werden dürfen, weil wir die Entwicklung natürlich absehbar nicht aufhalten können. Und ich denke, ich werde es noch erleben, dass halt der PC auch in der Zelle steht oder das Smartphone. Aber bisher ist es nicht so, dass man Smartphones benutzen darf. Das heißt, es könnte sein, dass Uli Hoeneß in 3 Jahren rauskommt bei der Entwicklung und dann sagt er, ich schreibe eine SMS und alle sagen, was ist das nochmal? Naja, ich glaube, der guckt ja Fernsehen und da wird ja hinlänglich oft uns mitgeteilt, was man so alles machen kann und was man besitzen muss und wie es funktioniert. Da mache ich mir keine Sorge. Die Kriminalität, die Online-Kriminalität wird auch immer verbreiteter. Hast du damit auch schon zu tun gehabt? Sind da schon Häftlinge, die dahingehend verantwortlich waren? Naja gut, wir entdecken natürlich immer wieder auch Smartphones, die halt hineingeschmuggelt werden. Die Dinger sind ja verdammt klein
Und insofern finden wir immer wieder welche, aber Gott sei Dank, toi toi toi, hatten wir noch keine schlechten Erfahrungen damit. Ich selber habe schon welche gemacht, gar keine Frage. Du hast es eben gerade gesagt, plötzlich poppen irgendwelche Seiten auf, die man definitiv nicht besuchen will und wo man sich auch nicht erinnern kann, dass man dahin damals schon mal war. Ich habe auch schon Abo-Fallen erlebt, wo ich dann Gott sei Dank irgendwann mal, meine Sekretärin sagte, sie zahlen da immer 46,50 Euro, wofür eigentlich? Und da guckst du halt nach und denkst, hui, was ist denn da passiert? Also das alles ist schon passiert. Ich habe natürlich auch schon erleben müssen bei meiner Tochter, dass es solche Dimensionen wie Mobbing im Schülernetz gab oder sowas. Und auch selber schon erlebt, was es bedeutet, wenn man sich über das Urheberrecht auslässt, dass man anschließend ein paar Wochen lang seinen Rechner nicht mehr wiedererkennen kann. Shitstorm. Ja, das muss man alles mal mitgemacht haben, dann weiß man sich zu schützen. Weißt du, dich zu schützen? Wie schützt du dich denn jetzt? Naja, indem ich halt relativ vorsichtig mit persönlichen Daten umgehe. Ich mache viele Sachen immer noch oldschool. Also ich schreibe teilweise noch richtige Briefe, wie du vorhin selber auch gesagt hast. Das kann ich noch. Ich weiß noch, wie das geht. Ich weiß auch noch, wie eine Briefmarke aussieht. Und das mache ich halt. Bankgeschäfte beispielsweise mache ich immer noch ganz alt so mit ausfüllen und machen. Ich weiß, einige werden mich jetzt angucken, werden sagen, das ist ein Fossil, was da auf der Bühne steht. Aber das macht mir nach wie vor Spaß. Das hat so was Haptisches auch, ja, nicht nur Tippen. Und du unterstützt ClickSafe. Was liegt dir da besonders am Herzen? Na gut, ich finde einfach, es ist allerhöchste Zeit, dass wir was machen. Es ist ja in den letzten Tagen viel gesprochen worden, gerade gestern und auch heute haben wir aus Berlin und auch heute aus Düsseldorf Signale gehört, dass die Politik sich damit beschäftigen will, Sicherheit im Internet zu verbessern, insbesondere halt die Sicherheit für unsere Jugendlichen, für die Kinder. Und das finde ich ein gutes Signal. Und lange bevor die Politik es für sich entdeckt hat, hat es ClickSafe schon für sich entdeckt. Und man muss den Politikern ja immer ein bisschen in den Hintern treten. Das tun wir gerne.